Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Herzlich willkommen bei Teaching Finance. Wir haben heute einen sehr, sehr besonderen Gast da, Professor Dr. Hartmut Walz. Ja, wir kennen kaum jemanden in Deutschland, der sich so sehr für den Verbraucherschutz einsetzt und für ein ehrlicheres und besseres Deutschland für Privatanleger. Er ist Professor an der Hochschule Ludwigshafen, hat verschiedene Lehrgebiete wie beispielsweise Verhaltensökonomie, Finanzpsychologie, Investitionsrechnung oder auch Investmentbanking. Er ist auch Autor von mehreren sehr, sehr lehrreichen Büchern. Eines dieser Bücher hat uns extrem geprägt, gerade in unserer Anfangszeit. Herr Maurice hat es da einfach genial entscheiden in Finanzfragen, sei kein Leo. Es hat quasi für uns den Grundstein auch geebnet, in die Richtung zu gehen, in der wir gegangen sind, uns auch die Augen geöffnet, wie die Finanzbranche eigentlich im Inneren, wie der Motor eigentlich funktioniert. Und wie gesagt, es hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Weg gegangen, um euch auch tagtäglich mit unserem Content vor den Tricks der Finanzbranche auch zu schützen. Wir sind sehr, sehr stolz, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für diese netten Worte. Ich schaue gerade, ob ich rot anlaufe. Die Komplimente gleich am Anfang. Danke für die Herzlichkeit. Das muss man einfach mal aussprechen. Bin gerne bei Ihnen. Ja, vielen Dank. Das freut uns riesig. Ja, heute wollen wir uns einem bestimmten Thema widmen. Wie schon gesagt haben, Verbraucherschutz. Jetzt auch das neueste Buch von Herrn Walz, Beraten statt Verraten, gemeinsam geschrieben mit Herrn Ulrich Bosetti. Und hier geht es tatsächlich genau um das Thema, das wir eben gesagt haben. Ne? Finanzberater, sind das eigentlich wirklich Berater oder sind das Verkäufer? Und bevor wir da quasi einsteigen, vielleicht nochmal für die Zuschauer, damit diese Sie ein bisschen besser kennenlernen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich so stark dafür einsetzen? Was ist genau Ihr Hintergrund und welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Ich hatte so ein persönliches Erweckungserlebnis während meiner Banklehre, als ich nach wenigen Wochen schon in den Privatkundenvertrieb kam, der Privatkundenbetreuung genannt wurde. Und in einer Pause habe ich dann ein Gespräch von Kundenbetreuern mitgehört, die Kunden in Abwesenheit als leicht erreichbare Opfer bezeichnet haben. Mhm. Leicht erreichbare Opfer. Wow. Und vielleicht halten Sie gerade dieses Gelbe nochmal hoch. Ich wollte Sie so oder so nochmal fragen. Leicht erreichbare Opfer sind halt Leute, die Geld haben oder Finanzbedürfnisse haben, aber nicht den Durchblick, nicht das eigene Wissen und nicht mündige Selbstentscheider sind. Mhm. Und das hat mich sehr entsetzt und ich habe dann auch die Konsequenz gezogen und habe nach der Banklehre keine Tätigkeit mehr in der Branche angestrebt, aber ich habe unter anderem eben Bankbetriebslehre studiert und ich habe über einen Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen auch meine Doktorarbeit gemacht. Also das Thema begleitet mich mein ganzes Berufsleben lang, Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen. Oh, Wahnsinn. Wie lange ist das her, dass Sie da promoviert haben? Mensch, können Sie aber auf den Punkt fragen. meine Promotion wurde 1991. Ja. Da war es dann noch mal ein bisschen extremer, oder? In der Finanzbranche als heute etwas unregulierter noch. Es war noch unregulierter, allerdings gibt es auch negative Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten. Also die Kosten, die der Vertrieb absaugt, sind per Saldo insgesamt noch höher geworden. Ja. Tatsächlich, Wahnsinn. Ja. Wenn man als Verbraucher, als ganz normale Privatperson, jetzt in der Schule nicht über das Thema Finanzen gelernt hat, aufwächst und man möchte besser mit dem Geld wirtschaften, das man auch verdient und will sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wenn man davor noch kaum Berührungspunkte damit hatte, dann geht man ja häufig zur Bank oder man wird es wird einem empfohlen, Finanzberater aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis und man geht hin und es macht erstmal den Anschein, als wäre die Beratung ja kostenlos. Es ist ja nicht so, als würde man wie beim Rechtsanwalt oder wie beim Steuerberater einen Stundenlohn oder sonst was vorgelegt bekommen. Es wird meistens auch erfahrungsgemäß gar nicht angesprochen. Es ist vollkommen selbstverständlich, dass man ja quasi dem Kunden hilft und ihn berät und auf seine jetzige Situation eingeht. Was steckt da eigentlich dahinter? Ist das wirklich kostenlos oder wie verdienen die Berater eigentlich? Genau, das wäre dann die zweite eigentliche Frage gewesen, ob man das Beratung nennen kann. Ja, ich denke, man kann es nicht Beratung nennen und es ist natürlich nicht kostenlos. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die meisten Bürgerinnen und Bürger haben das natürlich schon kapiert, dass es nicht kostenlos ist, sondern dass die Finanzierung irgendwie indirekt erfolgt. Trotzdem unterschätzen wir enorm, wie teuer es ist. Ja, weil wir sind ja auch bereit, für eine Leistung Geld zu zahlen. Aber das erste Problem kommt daher, dass eben Beratung und Vertrieb eigentlich zwei Leistungen sind, die unabhängig vergütet werden müssten. Weil nur wenn die Beratungsleistung für sich isoliert vergütet wird, könnte das Ergebnis der Beratung auch sein, nein,
kaufe nichts oder ich verkaufe oder vermittle dir nichts. Aber am Ende einer Vertriebsberatung oder dessen, was wir eben heute zu 99% im Markt haben, wird immer der Produktverkauf stehen, weil ansonsten würde ja der Vermittler, der Verkäufer verhungern. Richtig. Ja. Und diese Zwangsläufigkeit ist den Menschen nicht so bekannt. Es ist auch gepaart mit einer Unwilligkeit in der Bevölkerung. Da würde ich jetzt nicht sagen, die Deutschen. Ich glaube nicht, dass das in anderen Kulturen so unterschiedlich ist. Aber Menschen sind nicht so leicht bereit, für Beratung Geld zu zahlen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen. Wir kaufen unsere Brötchen in dem kleinen Ort, in dem wir wohnen, beim Bäcker. Wir kennen den Bäcker. Wir sind nie auf die Idee zu kommen, zu sagen, Mensch, wir möchten die Brötchen gratis haben, denn wir sind ja per Du mit dir. Wir kennen dich, wir sind doch Nachbarn. Ja, ja, ja. Weil da steckt doch Arbeit dahinter, da steckt auch Input hinter. Es gibt aber viele Menschen, die ich jetzt gar nicht als unfreundlich oder schlimme Egoisten sehen möchte, die mir Mails schreiben und sagen, Mensch, Herr Walz oder Hallo Hartmut, wenn man sich noch näher kennt, aber auch Leute, die man nur entfernt kennt. Mensch, Herr Professor, ich habe da mal ein Problem und Sie machen so einen korpulenten Eindruck. Könnten Sie mir mal eben diese Fragen beantworten? Und dann kommt in dem Mail kommen 10 Fragen und wenn ich die ordentlich beantworte, würde ich stundenlang da sitzen, ganz abgesehen davon, dass ich rein regulatorisch ja auch gar keine Finanzberatung machen darf. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber die Menschen haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Sie fühlen sich nicht schlecht, mich um so einen dicken, fetten Gefallen zu bitten. Nee, das kennen wir aber auch. Ja. Es ist echt unglaublich. Ja, das stimmt. Und deswegen sage ich wirklich aus Überzeugung, eine wirklich gute Beratung im Interesse des Kunden, die ist ihr Geld wert. Ja. Mhm. Die sollte auch extra vergütet werden. Ja, aber wieso ist das so? Ich meine, wenn man jetzt zum Rechtsanwalt oder zum Steuerberater geht, da geht man ja auch schon rein mit dem Framing, mit den Rahmenbedingungen. Ja, das wird mich Geld kosten, wahrscheinlich auch gar nicht wenig. Wie kann das überhaupt, dass man in Deutschland das nicht im selben Wert sieht? Weil eine Beratung kann dir langfristig teilweise 6-stellige Vermögen mehr oder weniger einbringen, je nachdem. Auf alle Fälle. Wie eben ist. Wieso ist das so? Na, ich denke, das ist eine sehr, sehr lange Historie, die wahrscheinlich jahrhundertelange Tradition schon hat. Denn natürlich kann jemand, der etwas verkaufen will, irgendwelche Produkteigenschaften gut kommunizieren und er kann in einem kleinen Umfang damit auch Mehrwert stiften. Ja. Also wenn ich zum VW-Händler gehe, ist es mir relativ klar, dass ich nicht mit einem BMW rauskommen werde. Ja. So. Und dieser Verkaufsberater, der kann vielleicht schon sagen, Mensch, der 6-Zylinder, den brauchen Sie gar nicht. Oder wenn Sie jetzt noch 2 Wochen warten, da gibt es das und das Modell, da haben Sie den und den Vorteil. Der kann, der kann bestimmte Bedürfnisstrukturen bei mir erfragen. Er kann mir damit wirklich Mehrwert bringen. Ja. Und das ist bei Finanzberatung auch prinzipiell der Fall. Ja. Aber die Interessenkonflikte und damit auch die Gefahr, gegen die Interessen des Kunden zu verstoßen, die sind halt gewaltig. Würden Sie dann daraus schlussfolgern, dass solche Systeme da keine Daseinsberechtigung haben? Oder sagen Sie, okay, unter gewissen Umständen macht das aber doch für den Einzelnen Sinn? Also zunächst mal, ich bin ein sehr liberaler Mensch und ich möchte nicht alles verbieten, regulieren und so weiter. Also das ist auch oft kontraproduktiv. Wir haben ja 3 Klassen von Gütern, das haben mehrere Nobelpreisträger ganz prima rausgearbeitet. Wir haben Güter, wo der Kunde schon vor dem Kauf sofort verstehen kann, mit ein ganz bisschen wachen Augen, was er da kauft. Es gibt Güter, wo er es erst nach dem Kauf merkt, aber der Preis ist gering. Ich sage immer, das belegte Brötchen, wenn das von gestern ist, ich merke es Minuten danach und ich kann es zurückgeben. Und wenn ich es nicht zurückgeben habe, dann habe ich 2 Euro geschrottet und das nächste Mal gehe ich da nicht mehr hin. Ja. Und wir haben die Vertrauensgüter. Und das sind die heikelsten, wo ich vielleicht erst nach 10, 20, 30 oder noch mehr Jahren merke, dass die Qualität nicht stimmt, dass ich über den Tisch gezogen wurde, dass das Produkt seinen Nutzen nicht erreicht. Ja. Übrigens bei einer lebenswichtigen Operation wäre es auch der Fall. Ja, also ob die Klinik Ihnen den besten Kaffee macht, einen schönen Springbrunnen im Atrium hat, das ist eigentlich nicht überlebenswichtig. Ja. Aber wenn ich Sie heile, werde ich weltberühmt. Wenn nicht, wird keiner sich beschweren. Also auch Operationen sind Vertrauensgüter. Und ich bin jetzt der Auffassung, bei den Vertrauensgütern, da brauchen wir mehr Verbraucherschutz. So, das am Rande oder vorbereiten. Jetzt Ihre Frage, verkraftet das System oder erlaubt das System gar nicht eine kundengerechte Beratung? Ich würde sagen, weitgehend nicht.
wenn Sie das System mit Provisionsfinanzierung meinen. Also eine Finanzierung über Honorar würde einen großen Teil, nicht alle, aber vielleicht 90% der Interessenkonflikte beseitigen. Ja. Deswegen werde ich auch nicht müde zu sagen, Provisionsverkäufer, Provisionsvermittler, provisionsfinanzierte Vermittler sind keine schlechten Menschen. Mhm. Das sind bestimmt ganz nette Menschen oder so wie Sie und ich halt auch. Ja, wir sind ja alle nicht gerade heilig, ja, sondern irgendwo zwischendrin und bemühen uns. Ja. Aber diese Kombination Vertriebsdruck mit Beratungserfordernis ist eine ganz, ganz doofe Mischung. Das ist ein hässlicher Cocktail. Definitiv. Und da haben Sie gerade angesprochen, und zwar Vertriebsdruck. Ne? Mhm. Da können wir auch unsere Historie sprechen. Die ersten Berührungspunkte, wie sehr, sehr viele in der Finanzbranche, hatten wir während unseres Studiums auch, indem wir von verschiedenen Studenten auf irgendwelche Seminare eingeladen wurden. Und es hat sich immer sehr cool angehört. Man hatte kaum Arbeitserfahrung und dachte, das ist ja mega spannend. Das sind ja alles wirklich Menschen, die mehr vom Leben wollen. Die tragen Anzug und Krawatte, die sind aber so alt wie ich. Die müssen ja sehr, sehr erfolgreich sein. Und dann gehst du hin und merkst relativ schnell, schwupps, ich bin ja in einem Strukturvertrieb. Ja. Oder ich bin ja in den Räumen eines Strukturvertriebes. Und dann merkst du dann auch, wenn du dann, da hieß es ja, kostenlose Ausbildungen und deine ganzen Potenziale werden wirklich... Selbstständigkeit. Genau, du bist selbstständig. Da spricht man auch nur über Business. Selbstverwirklichung. Und da merkst du dann, da ist wirklich Druck dahinter. Also die Leute sind da, die wissen teilweise nicht mal, was sie da verkaufen. Gerade jüngere Leute, die dorthin gehen, gehen dorthin aus dem Aspekt, ja, ich sehe immer wieder in den ganzen Filmen die selbstständigen Leute, die erfolgreich sind, ich möchte auch so werden. Hier habe ich einen kostenlosen Zugang zu dem Ganzen, um das zu lernen von Menschen, die offensichtlich erfolgreich sind und gutes Geld verdienen. Und deswegen will ich da jetzt auch starten. Ich weiß zwar nicht, was ich mache, aber hey, wir sind cool, Startup. Was ich auch vor allem feststelle, ist, dass der Einstieg möglichst gering gehalten wird. Ne? Es wird so dargestellt, als wäre es so einfach, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen. Häufig sieht man ja auch Quereinsteiger oder, ja, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich sehe es schon oft, dass es ja besonders viele Leute sind, die orientierungslos sind. Also die wissen gar nicht, was sie machen wollen und dann sehen sie halt darin eben ihre Chance, erfolgreich zu werden, vor allem finanziell erfolgreich. Ich möchte Ihnen da voll recht geben. Ja. Ich habe aus Recherchegründen für meine Promotionsarbeit habe ich mich bei Strukturvertrieben so Kontakte hergestellt und habe mich einladen lassen zu solchen Werbeabenden. Da war ein Bäcker, der hatte eine Mehlallergie, also berufsunfähig. Das ist doch ideal. Ja, da war eine geschiedene Frau, die brauchte unbedingt auch Geld. Da war ein Polizist, wahrscheinlich war der auch geschieden, dem hat es auch nicht gereicht. Und dieses bunte Klientel wurde dann angeworben und fachlich wurden die so gut wie gar nicht geschult. Man macht die Produkte so primitiv, ja, das ist so wie dieses Kleidungsstück One Size Fits It All. Ja, ja. Also keine fachliche Herausforderung, aber Jugger, Jugger. Und es gibt Geld gleich am Anfang. Das Dumme ist nur, wenn man aussteigen möchte. Dann wird es schwierig, dann musst du das Geld teilweise wieder zurückzahlen. Aber so der allerbeste Tipp, ja, und wenn du keinen Abschluss hingekriegt hast und wenn du nichts geschafft hast, geh einfach meine Kontakte durch und gib deinem Ansprechpartner, deinem Chef die Kontakte weiter. Dafür gibt es Punkte und für Punkte gibt es Geld. Und so, ne? Beraten statt verraten, so wird dann die Verwandtschaft, der Freundeskreis verraten und so werden aus Freunden Bekannte oder entfernte Bekannte. Definitiv. Und die Leute sind wirklich unter Druck. Also denen ist es auch manchmal vielleicht unangenehm, aber weil sie ihren Vorgesetzten nicht enttäuschen wollen, machen sie es einfach. Ja. Ne? Geben Telefonnummer, Potenzialanalyse, dann gibt es dann immer ein Alpha-Tier. Das man ich erinnere mich sogar, dass es so damals so argumentiert wurde, dass das sonst unterlassene Hilfeleistung wäre, wenn man das nicht machen würde. Oh ja, das kenne ich auch. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich frech. Ja, das ist schon unglaublich. Und wir haben jetzt über Provision gesprochen. Wie hoch sind denn jetzt in der Regel diese Provisionen? Sind die wirklich, haben die wirklich so einen, oder die Abschlusskosten und die Kosten, die damit einhergehen, sind die wirklich so dramatisch für den Verbraucher? Oder ist es so, dass man sagt, ja, über einen Honorarberater hast du zwar vielleicht weniger Interessenskonflikte, aber die Kosten, die sind nicht so horrend, das ist nicht so ein großer Unterschied. Das Leben ist leider ziemlich kompliziert und es gibt auch bei den Honorarberatern ein paar schwarze Schafe. Also vielleicht einfach, dass wir das so ein wenig sortieren können. Wir haben im Markt in Deutschland etwa 99% provisionsfinanzierte Beratungen bei Kapitalanlageprodukte, bei den ganzen Versicherungs- und Vorsorgedienstleistungen, aber auch bei der Immobilienfinanzierung zum Beispiel.
So, und es gibt dann 1% Berater, die auf dieser Honorarbasis arbeiten, ein knappes Prozent. So, und da sind die Interessenkonflikte einerseits zunächst mal geringer, aber wir müssen gucken, dass die nicht irgendwie auch horrende oder überzogene Beratungshonorare verlangen. Da gibt es Negativfälle, wo es letztlich für den Kunden noch teurer würde als bei einem Provisionsvertrag. So, und ansonsten die Frage, wie bedeutsam sind die Provisionen? Das wird von der Branche auch gerne so gering gerechnet, dass das ja gar nicht so viel ausmacht oder dass jetzt eben die Vertriebsprovision, die reinen Abschlussprovisionen auf 2,5% begrenzt würden. Dann muss man gleich wieder mal nachfragen, ja, was ist denn der Nenner? Also immer, wenn man mir als Prof einen Prozentsatz sagt, dann frage ich immer, ja, was ist der Nenner? Das ist super gefährlich. Also auch die Garantieverzinsung meinen die Leute ja immer, ich habe ja noch einen 3%. Da sage ich, ja, aber auf was? Nur auf den Sparanteil, nicht auf die Beiträge, die sie bezahlen. Das ist ganz heikel. Dann haben sie den nächsten Ausnahmetatbestand, dass nämlich ausländische Anbieter nicht diesem Provisionsdeckel auf 2,5% der Beitragssumme unterliegen. Also gibt es jede Menge hässliche Ausnahmen und dann gibt es noch jede Menge ebenso hässliche Umgehungstatbestände, ja, dass eben der Vertriebler nicht mehr Abschlussprovision kriegt, aber er kriegt dann hohe Bestandsprovisionen, er kriegt Bürokostenzuschlüsse, er wird dann nach Ibiza oder sonst wo in attraktive Destinations eingeladen für eine Schulung. Die Schulung fällt dann aber fast immer aus oder ist halt nur so ein Briefinggespräch von einer halben Stunde, wo man dann bespricht, in welche Kneipe man abends geht und so. Das sind dann aber Weiterbildungskosten, die übernommen werden. Also es ist leider sehr, sehr kompliziert und der Kunde hat kaum eine Chance, das zu durchschauen. Ja, was erschreckend ist, ist, dass ich auch im persönlichen Bekanntenkreis schon Leute kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, aber der Kunde zahlt mir nicht die Provision. Die Versicherung zahlt mir die Provision. Der Kunde hat ja da gar keine Kosten. Und ich denke, ja, aber woher hat die Versicherung das Geld für die Provision? Das heißt tatsächlich, auch aus Erfahrung kann ich sagen, dass es wirklich gerade bei den Anfängern, die das machen, auch Berater, Finanzprodukteverkäufer gibt, die nicht mal wissen, woher das Geld kommt, dass die Kunden das letztendlich zahlen und das über Jahre hinweg. Und wir auch schon darüber gesprochen, weil das können wir später nochmal ein bisschen tiefer eingehen, was denn Effektivkosten von 1-2% mehr langfristig bei einer Sparrate von 100-300 Euro überhaupt ausmachen können. Ne? Das unterschätzen auch sehr, sehr viele, die Opportunitätskosten, die auch dadurch entstehen. Ja. Ne? Es wird ja damit dann auch immer wettgemacht zu sagen, ja, damit sparst du dir ganz viele Steuern. Ne? Du hast damit sehr, sehr viele Steuervorteile, die sich dann hintenrum auszahlen. Ne? Du startest jetzt ein bisschen mehr, aber hintenrum macht es dann wieder deutlich mehr Sinn und dann wird halt Äpfel mit Birnen verglichen. Und das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Ja. Sehr, sehr fragwürdig. Ja. Sie haben in Ihrem Buch auch immer ein schönes Beispiel gegeben, wie es denn wäre, wenn der Steuerberater oder der Rechtsanwalt bezahlt werden würde wie ein Finanzprodukteverkäufer. Vielleicht können Sie das für die Zuschauer nochmal wiedergeben. Ja, das ist eine Horrorvorstellung. Ne? Der Steuerberater kommt auf mich zu, spricht mich beim Tennisclub an, abends am Stammtisch an, er klingelt an meiner Tür und sagt, ich mache kostenlose Steuerberatung für dich. Und immer wenn ich ein Problem habe, hat er immer direkt für mich Zeit. Es gibt tollen Kaffee und Kuchen bei ihm. Das Dumme ist, das Finanzamt zahlt den Steuerberater. Und das Dumme ist doppelt, je mehr Steuern ich dann zahle, desto mehr verdient der Steuerberater. Hm. Das ist der absolute Horror. Und nehmen Sie das grüne Marsmännchen, das auf die Erde kommt, sieht Steuerberatung, sieht Rechtsberatung, sieht medizinische Beratung, die echte Beratung ist. Und kriegt dann Finanzberatung mit und denkt, was läuft hier falsch? Ja. Wie konnte das dem angeblich so intelligenten Menschen passieren? Ja. Ja. Und es gibt ja Länder, die das ja auch verboten haben. Ja. Großbritannien, Holland, Belgien, die nordischen Länder, sehr abgestuft. Ja. Ja. Und woran liegt das, dass es in Deutschland nicht verboten wird? Na, ich glaube, die Antwort ahnen wir alle. Ja. Das ist eine sehr, sehr gut funktionierende Lobby. Also die Finanzdienstleistungslobby ist, und das hat ja die Finanzwende ganz prima nachgewiesen, mit großem Abstand die finanzstärkste und wirkungsmächtigste Lobby in der Bundesrepublik Deutschland, die es immer wieder schafft, mit ihren in ihrem Lohn stehenden Spezialkräften, Rechtsanwälten, Gesetzestexte 1:1 übernehmen zu lassen. Ja, ist der Wahnsinn, weil häufig sieht man auch in den ganzen Wahlbroschüren, dass dann auch drinsteht, dass ein Provisionsverbot kommen soll oder dass erwünscht ist, aber umgesetzt wird das nicht. Nein, wir waren ja schon mehrfach dicht davor und ich war auch schon hoffnungsfroh, aber das wird auf der Zielgerade dann gestoppt. Also
Die Lobby arbeitet im Verborgenen wohl dagegen. Und das war jetzt, ich kann es leider nicht ganz genau sagen, aber vor etwa 3 Jahren, also es war 2018 oder 2019, ich glaube, es war 2019, sah es so aus, als würde ein Provisionsverbot kommen. Und dann wurde es gestoppt. Und jetzt eben bei der Regierungsbildung letztes Jahr wurde es ja in den Koalitionsverhandlungen dann auch wieder gestoppt. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, die Problematik mit dem Ganzen. Und jetzt sollte es ja eine Alternative dafür geben. Ne? Was wäre denn besser als ein Provisionsvertrag? Honorar haben Sie jetzt ja angesprochen. Wäre das jetzt das Nonplusultra? Oder was gibt es da denn für Möglichkeiten? Ich würde den Rahmen etwas größer machen und es nicht so nur Provision versus Honorar machen, genau, sondern wir leben in einer modernen digitalen Welt. Es gibt digitale Beratungsangebote, allein dadurch kann man die Kosten senken. Es gibt tolle Informationsmöglichkeiten. Ich möchte den Begriff des mündigen Selbstentscheiders hier nennen. Ja. Das heißt, also wer einigermaßen interessiert ist, der kann viele Dinge, nicht alle, aber viele Dinge kann er selbst entscheiden. Denn Beratung, wenn sie ordentlich gemacht wird, ist immer teuer. Auch Honorarberatung ist teuer. Und es ist eben halt nicht nur ein Brötchen. Und wenn die Leute dann nach hinten umkippen, weil sie ein Stundenhonorar von 150 Euro genannt bekommen, das verlangt mein Anwalt auch oder der Steuerberater berechnet es letztendlich auch. Denn man muss ja auch sehen, die Leute werden ja nicht durch die Honorarberatung innerhalb von ein paar Jahren zum Multimillionär, sondern die haben ja auch eine Infrastruktur und die verkaufen ja auch nicht 40 Stunden die Woche, die verkaufen vielleicht 15 Stunden oder vielleicht auch mal nur 12. Und wenn Sie das umrechnen, Beratung ist objektiv teuer, sofern Sie 1:1 persönlich erfolgt. Ja. So, sofern wir dann irgendwie ein Gruppencoaching haben, wo ich Informationen vielleicht zielgerichtet, aber schon für 10 Leute gleichzeitig erhalte, dann können die Kosten sinken. Und wenn ich eben auf Seminare gehe, Bücher lese, YouTube-Videos, wenn die Qualität stimmt, dann kann man die Kosten enorm senken. Aber es ist natürlich auch eine Typfrage und auch der Herr Professor Dr. Walz ist in manchen Fragen kein mündiger Selbstentscheider. Also ich habe eine ganz, ganz süße Nichte, die hat gesagt, Mensch, Hartmut, du bist doch da so fit, ich brauche eine private Krankenversicherung, kannst du mir helfen? Ich sage, nein, du, ich gebe dir das Geld, geh zu einem spezialisierten Versicherungsberater ja, und der hat wirklich Ahnung, der kann die Dinge sortieren und kann die ganzen Fußfesseln verhindern und die ganzen Fallen. Also wir sind nie hundertprozentig mündige Selbstentscheider. Ja, absolut. Ja. Vielleicht bist du gut in Themen wie Anlage, Anlage, aber kennt dich nicht gut aus mit Versicherung oder sonstigen. Ja, klar, du musst uns ja Hilfe holen. Wir haben ja auch gesprochen gerade von Negativbeispielen der Honorarberatung. Haben die da so ein Beispiel? Vielleicht auch mit Kosten, die auf Kunden schon zugekommen sind? Ja, es gibt einfach Honorarberater, die auch einfach dieses Image, ja, wir sind die Guten, ausnutzen. Ich nenne die Wölfe im Schafspelz. Ja. Es ist halt kein Schaf, es ist ein Wolf. Und man muss sehen, dass sehr, sehr viele der Honorarberater aus der Provision Welt kommen und dass das auch früher Strukturvertriebler waren und jetzt eben für sich in Anspruch nehmen, so vom Saulus zum Paulus sich gewandelt zu haben. Und ich kenne viele, denen ich das auch abnehme, ja, die mir ganz glaubwürdig sagen, Mensch, ich bin bis zum Burnout, ich stand so unter Druck, ich habe gemerkt, es ist unmoralisch, was ich da tue. Ja, ich verkaufe der 85-Jährigen 11 Bausparverträge. und die brauchen keine Geeignetheitsprüfung. Juristisch haben sie überhaupt keine Chance dagegen. Also ich glaube schon, dass es da sehr viele Gute gibt, aber es gibt halt auch welche, die jetzt einfach auf den Zug aufspringen. Und der Trick ist einfach, dem Kunden klarzumachen, dass er ein ganz schlimmes Problem hat, dass ich ihm nicht jetzt einfach nur eine konkrete Frage beantworte im Umfang von 2 Beratungsstunden, sondern dass ich ihn völlig durchleuchte, seine Historie, seine Kindheit, seine Finanzbiografie, die Familie, die Risikoeinstellung, die Finanzplanung für den Ruhestand mit Szenarien, Simulationen, ja, Monte Carlo. Und dann wird für so eine Beratung plötzlich ein 5-stelliger Betrag fällig. Und wenn der Kunde so gutgläubig ist und sich das verkaufen lässt, ist es so, wie wenn ich ja eigentlich den Golf kaufen wollte und dann mit dem Ferrari rausgehe. Fünfstellige Summen. Ne? Fünfstellige Summen. Ja. Ist schon verrückt. Wahnsinn. Als Privatperson. Viel Geld. Ja, ist viel Geld. Ja, man muss die Relation zur Sparleistung sehen. Ja? Also wenn jemand wirklich jetzt ein Millionenerbe hätte, das er dann strukturiert anlegt,
dann wäre ein niedriger fünfstelliger Betrag vielleicht noch tragfähig. Ja. Das ist bei Versicherungsprodukten ganz schnell auch erreicht. Ja. Aber wir wollen ja eigentlich besser sein als das und preiswerter sein. Absolut.